Hi Freunde, hier ist Michael Utschan. Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Abenteuer. Deshalb habe ich mir meinen Rucksack gepackt, beziehungsweise zwei. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt wieder einfach mit. Guten Morgen, liebe Freunde. Ja, heute war ich auch mal einer von denen, die so einen Krach gemacht hat. Nein, Spaß, ich habe zwar keinen Krach gemacht, habe mich recht leise verhalten, aber bin auch früher aufgestanden. Und Hintergrund ist, dass ich jetzt mit dem Luis und den anderen noch ein bisschen zusammengehe. Danach werde ich mich abkapseln, denke ich. Heute will ich wieder zelten. Und wir haben ausgemacht, 7 Uhr morgens. Ich bin schon, ich sag mal, zu spät. 7:02 Uhr. Also jetzt 7:03 Uhr, eben hatten wir 7:02 Uhr. Aber ja, wie ist das mit der deutschen Pünktlichkeit? Passt, nur bei den anderen scheinbar nicht. Also ich hätte noch was ratzen können. Ist nicht so schlimm. Ich warte jetzt hier und dort ist die Herberge rechts. Und dann schauen wir mal, was der Tag so heute bringt. Okay, Matt ist scheinbar auch ein sehr verantwortungsbewusster, pünktlicher Mensch. Kam gerade hier rausgestürmt, guckt und ich sag, alles gut, wir sind die Ersten. Die anderen sind noch am Ratzen, war dann noch nicht fertig halt. War der erleichtert. Ach du Gott, ich bin zu spät. Mega. Also Freunde, hier ist echt mal ein Nachtleben gewesen. Ey. Die ganze Stadt ist verwüstet, hinten räumen die schon auf. Man guckt hier immer, alles liegt hier rum. Hier, dort, dort, dort. Gestern war es hier picobello. Also, ich wundere mich die ganze Zeit, wie sauber es hier doch ist. Aber so eine Nacht hinterlässt wohl Spuren. Aber ich glaube, dauert keine Stunde, dann sieht es hier wieder tipptopp aus. Ja. Ja, ich warte immer noch gerade. Also, jetzt war schon Luis so auch schon unten. Sagt, hast du die Mädels gesehen? Ich sag, nee. Wieder rein, aber es ist schon wieder 5 Minuten her. Dabei, mir fällt gerade auf, die sind sogar auf der gleichen Etage alle. Die müssen sich doch gesehen haben. Boah, ja, frisch wird's. Ich habe noch meine kurze Hose an. Ich denke mir, komm, egal, sobald ich jetzt laufe, wird's warm. Das Wetter wird heute bombastisch. Richtig warm. Ja, aber so langsam, boah, es ist ja noch so früh. Könnten die mal kommen? Es war übrigens eine sehr kurze Nacht irgendwie. Also ich habe so lange nicht geschlafen. Oh, es war ein Schnarchorchester diesmal, das war echt nicht normal. Und dann auch noch hier unten, wie gesagt, hier ist Nachtleben und wir haben ja irgendwo dort oben, glaube ich, geschlafen. Das heißt, man hat auch die ganze Zeit das Nachtleben gehört. Die ganze Zeit irgendein Geknalle, ein Geschreie, irgendein Feuerwerk und weiß der Geier. Ja, ich wollte eigentlich noch nachts mal aufstehen und euch das mal so zeigen, also beziehungsweise die Kamera anmachen und dann... dass ihr mal hört, was das echt, ja, wie krass das ist, so ein Schnarchorchester. Also, wenn man dann die Arschkarte hat. Aber, mein Kamera war tief im Rucksack eingepackt und so hätte ich auch wieder aufstehen müssen, rumkramen und so. Wäre erst zu laut, zweitens wäre ich dann wieder noch wacher geworden. Naja, ist nicht so schlimm. Dafür jetzt gleich erstmal ein Käffchen trinken irgendwo. Ja, und dann werde ich heute, glaube ich, nicht so viele Kilometer machen. Schauen wir mal. Aha, da hinten kommt für Luis. Ja, ist gerade rausgekommen, ist noch schnell zur Bank. Ja, und die anderen sollten jetzt auch fertig sein. Der sagt, die brauchen 5 Minütchen noch. Und dann kann es gleich hoffentlich losgehen. Guck mal, da bin ich gestern vorbeigegangen, hab's gar nicht gesehen. Ja, jetzt sieht man es auch nicht auf der Kamera. Jetzt haben die auch den Kopf eingezogen wieder. Das ist ein Storch mit 2 Babys. So, wir gehen jetzt wieder seit ein paar Kilometern. Ich glaube, jetzt machen wir eine kleine Pause. Ist auch wirklich warm. Also, Luis zieht seine Sachen aus. Oh, pardon, Juan Camino. Die Fahrradpilger. Ja, ich glaube, ich ziehe das jetzt auch mal aus. Wird wirklich warm. Wir haben noch nichts gefrühstückt. Wir suchen die ganze Zeit einen Weg, eine Bar oder so, wo man Sandwiches essen kann oder Baguettes, aber hier gibt es nichts. Ja, und jetzt sind wir schon mitten aus der Stadt raus, aus Burgos. Das heißt, wir gehen jetzt in die nächste Stadt. Ich gucke mal, wie weit das ist. Dort werde ich dann meine Wasservorräte auffüllen. Je nachdem, wie weit es ist, werde ich dann
ja, mich abkapseln, dann Zeltplatz suchen. Ich denke, das müsste passen. Ja, also, so, weiter geht's. Allerdings habe ich meine Jacke doch noch angelassen. Irgendwie ist mir ein bisschen zu kalt. Noch. Wir haben noch recht früh. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir jetzt gerade haben. Ich muss mal auf die Uhr schauen. 8.53 Uhr. Also noch keine 9 Uhr. Ja, ich denke so eine Stunde auf zwei. Dann werde ich es auch rausziehen. Aber jetzt ist mir noch ein bisschen zu frisch. Are you okay? Ja, I'm okay. Ja, yeah? Alright. Und hier gibt es halt jetzt noch nicht so viel zu sehen. Eine schöne Landschaft, aber. Aber ich glaube, später wird es besser, denn dort hinten, ich weiß nicht, ob man es sieht, dort, da beginnen wieder die Berge. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Luis und Matt sind dort hinten, packen irgendwas im Rucksack zusammen. Aber da die einen schnelleren Marsch haben, sind wir schon mal vorgegangen. So, nach 10 Kilometern haben wir endlich ein nächstes Dorf erreicht. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Luis hat schon gefrühstückt, ist gerade auf Toilette. Die anderen beiden holen sich noch was zu essen. Ich musste echt lange anstehen, weil halt ja, die ganze Kolonne hier halt Halt macht. Ich will jetzt nicht dort in die Runde filmen. Naja, jedenfalls gönne ich mir jetzt so ein Sandwich und hier so ein Cola-Kau. Das ist wohl das, der spanische Kakao hier. Also, ich lasse mich schmecken. So, Freunde, jetzt haben wir gefrühstückt. Es war sehr, sehr lecker. Und ja, jetzt ist es Zeit zum Goodbye-Sagen. Das heißt, wir trennen uns jetzt, meine Wege. Ich bin da ein bisschen zu langsam, sind mir zu schnell. Deshalb nochmal in die Runde. Adios, Herr Luis. Michael. Gracias, adios. Damit. Guten Tag, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Young. Bye, und Bisou. Danke, danke. It was so nice with you all. I wish you a good day, good luck for your life. Bye, bye. Bye, bye. 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 Okay. So, da gehen sie nun. War irgendwie komisch. Wir waren so lange jetzt zusammen schon. War ein richtiges komisches Verabschiedungsgefühl. Aber schön. Bye. Oh, jetzt wackelt die Kamera. Ja, dann werde ich mal zusammenpacken. Mein Kram. Und dann mich auch langsam auf den Weg machen. Und dann hoffe ich, dass ich heute einen schönen Platz zum Zelten finde. Das Wetter spielt auf jeden Fall mit heute. So, ich bin bereit. Dann geht es jetzt mal weiter. Schauen wir mal, wohin mich die Reise jetzt so treibt. We'll be right back.
Ja, jetzt gehe ich schon wieder hier alleine durch die Berge, weit und breit ist niemand zu sehen, außer ganz vorne, da sind ein paar Pilger, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf der Kamera seht, aber wahrscheinlich sind die gleich auch wieder verschwunden, bei meinem Tempo. Ja, aber es tut auch schon wieder mal ganz gut, vor allem mit dem Tempo. Also heute Morgen haben die ganz schön Gas gegeben, gestern dachte ich noch, ui, die sind aber lahm. Da bin ich ja sogar schneller. Aber das lag wohl daran, dass die schon einige Kilometer auf dem Tacho hatten. Und heute Morgen bin ich kaum hinterhergekommen. Also schon, aber ich musste schon einen Zahn zulegen. Und das ist nicht so mein Tempo. Ich gehe lieber gemütlich. Ich habe ja die Zeit. Und dann, ja, passt das. Aber es passt alles. Eigentlich ist alles schön. Leute, die man trifft, Bekanntschaften. Und dann auch mal wieder alleine gehen. Also es ist, ich kann mich nicht beschweren. Freunde, jetzt schaut mal hier. Hier ist noch so ein richtig alter Brunnen. Mega gut. Also wo man so pumpt, denn das eigentlich braucht man immer ein Glas Wasser, muss man reinschütten, damit sich das ansaugt. Aber dafür stehen wahrscheinlich hier die. Aber hier ist noch genug Wasser drin. Wenn ich pumpe, kommt da echt Wasser raus. Das ist mega. Dann fülle ich erstmal meine Wasservorräte auf. Richtig gutes Bergquellwasser. Das ist übrigens ein richtig schönes Plätzchen hier. Da kann man auch sich was grillen. Dort kann man sitzen. Wirklich schön. Das ist ein schöner Platz, um ein Päuschen zu machen. So, Freunde. Weiter geht's. Ah, was für ein schöner Rastplatz. Und der alte Brunnen, beziehungsweise diese alte Wasserpumpe. Einfach schön. Aber jetzt wird es Zeit. Ich sollte mal weitergehen. Das Gute ist, ich habe jetzt alles Wasservorräte aufgefüllt, genug getrunken und ich habe auch schon ein paar Kilometer auf dem Tacho. Das heißt, im Grunde genommen kann ich beim nächsten Platz das Zelt aufschlagen. Und dann genieße ich so ein bisschen mal die Sonne noch. Herrlich. So, ich bin jetzt doch noch ein bisschen weiter gegangen, weil wir haben noch recht früh. Und wie ich hier sehe, auf dem Weg, wo ich lang muss, also sprich hier einmal komplett lang und dann ist dort schon das nächste Dorf. Aber ich denke, bei dieser schönen Landschaft, da wird es nicht lange dauern, dass ich direkt hinter dem Dorf in der gleichen Landschaft bin. Jetzt sind wir im nächsten Dorf. So, ich bin jetzt hier, mache eine Pause, gibt es einen kleinen Supermarkt. Ja, und dann gehe ich weiter und schaut mal hier. So ein Teil hätte ich mir mal zulegen sollen. Das ist wirklich gut. Freunde, hinter mir im Grund, da sieht hier links der Mann.
Der, ja, ist. Was ist der? Der ist verheiratet. Dieser Mann, sein Sohn, ja, ist verheiratet mit der Tochter von, seinen, von seiner Schwester. Aha. Und hier ist die Handschrift von Martin Sheen. Und das ist hier der To Samuel Buen Camino, Amigo. Und das ist der Emilio Estevan. Ja, verrückt, Freunde. Also der Mann heißt Samuel. Der Mann heißt Samuel. Ja, verrückt, Freunde. Also das ist, vielleicht habt ihr den Film gesehen, The Way. Ich habe den auch gesehen. Wenn nicht, guckt euch den an. Das ist mit Martin Sheen, der Vater von Charlie Sheen, wenn das ein echter Name ist. Auch, ne? Also ihr kennt den vom Two and a Half Men. Und verrückt. Also dieser Film und diese Herberge, das ist original jetzt, wo ich hier drin bin. Jetzt denke ich mir, jetzt müsste ich eigentlich hier bleiben. Aber ihr wisst ja, ich gehe zelten heute Nacht. Verrückt. Ich danke dir dafür. Gerne. Dank. Vielen Dank. Okay, und hier seht ihr die Herberge nochmal von außen. Also das ist sie. De Sol a Sol. Ne, De Sol a Sol. Ich weiß nicht genau, was heißt. Ich blende es euch unten ein. Müsste ich erstmal nochmal Google Translator fragen. Ja, unfassbar. So eine kleine, unscheinbare Herberge. Mit so einer tollen Geschichte dahinter. Wirklich schön. Ja, ich gehe aber jetzt weiter den Weg. Also hier. Und dann habe ich das Dorf auch schon wieder verlassen. Und dann wird es mal langsam Zeit. Ich habe jetzt 18 Kilometer schon wieder runter. Ist im Prinzip jetzt nicht mehr so viel im Vergleich. Aber ja, so langsam bin ich doch müde. Und dann kann ich noch die Sonne ein bisschen genießen. Ich habe ja nicht so viel geschlafen die Nacht. Ihr habt es ja mitbekommen. Also, weiter geht's. Ja, schöne Gegend hier. Hat gerade noch ein paar nette Unterhaltungen. Ein paar Jungs. War wirklich interessant. Also, war, keine Ahnung, Gott und die Welt. Und mein Rucksack natürlich. Also, jetzt nicht so der Rede wert, aber war schon schön. Mal einen kurzen Schnack zwischendurch. Dann geht's für mich weiter. Ganz schön. So, ich glaube, das reicht für heute. Ich habe hier ein tolles Plätzchen gefunden. Genau hier. Dort werde ich jetzt heute schlafen, mein Zelt aufbauen. Und ich wusste gar nicht, laut GPS habe ich jetzt doch schon 24 Kilometer wieder runter. Naja, so fühlen sich auch meine Beine an. Auf jeden Fall, hier ist der Weg. Und hier führt noch ein Weg. Und dort, keine Ahnung, was da hinter dem Hügel noch kommt. Für mich reicht es. Jetzt hier mein Zelt auf und ich hoffe, das funktioniert natürlich auch alles. Das werde ich jetzt erstmal sehen. Aber ich denke schon, passt schon. Ja, habe mir die Sachen abgelegt und auf jeden Fall finde ich hier auch genug zum Kochen, also beziehungsweise zum Feuer machen. Zwei hier, diese Dinger, die kennt ihr ja schon aus einem anderen Video. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Hier, die brennen sehr, sehr gut. Zunder und Brennmaterial, super Stückchen und so weiter. Hier sind ja auch Bäume, zweifelsfrei. Dort hinten noch. Also, ich denke, das passt schon. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ich will jetzt nicht mich bewegen. Deshalb zoome ich mal ran, aber ne, ich erkenne gar nichts. Dort ist so eine riesengroße
grüne Eidechse. Da ist sie gerade weggegangen. Ah, schade. Die war ja mal echt groß. Und ich glaube, das war auch was anderes wie eine Eidechse. Ich gehe mal hier lang, vielleicht wäre Glück. Und kommt wieder. Ich weiß nicht, wo sie war. Irgendwo hier drin ist sie abgehauen. Aber ja, dann wird sie irgendwo ihr Loch natürlich haben. Die war mal echt groß. So was habe ich noch nie gesehen. Ehrlich nicht, in der Größe. Auch diese Farbe, so ein richtig leuchtendes Grün. Also, das war doch keine Eidechse mehr. Ich war mindestens 25 Meter lang und so dick. Das war krass. Ja, das ist eine gute Idee. Vor dem Zeltaufbauen mache ich mir jetzt erstmal was zu essen. Nach dem ganzen Marsch habe ich nämlich richtig Hunger. Ich habe mir auch schon mal hier was vorbereitet. Diesmal auch ein kleiner Windschutz aus drei Steinen. Hier gibt es ja genug. Und dann ja, brennt das noch ein bisschen heißer und schneller. Und zum Mittag gibt es jetzt so eine, ja, ich weiß nicht, was Ave heißt. Con arroz heißt mit Reis. Also irgendeine Suppe mit Reis. Dazu packe ich mir noch so ein paar Nudeln. Und ja, das sollte passen, denke ich. Also, zünden wir das Gerät mal an. Ja, das Holz ist natürlich alles sehr, sehr trocken, aber ist gar kein Problem. Ich habe ja hier genug. Nur halt, ja, ist das halt so trocken, dass man wirklich immer am besten nachlegen muss. Was aber gar kein Problem ist. Also, ich denke, 5 Minütchen noch, dann passt das. Na, das sieht doch mal gut aus. Okay, dann lege ich den Rest jetzt noch nach. Ich habe hier noch ein bisschen was. Ihr seht, hier, das ist fast alles weg. Also brennt wirklich ratzfatz weg. Man muss wirklich schnell nachlegen. Aber ist egal, hier ist ja genug und passt schon. Das lege ich jetzt noch nach und dann lasse ich den Rest einfach kochen. Und ihr seht, mittlerweile kocht das richtig. Freunde, schaut, wer gekommen ist. Der Ottilov ist auch wieder da. Wir haben uns wieder getroffen. Mega gut. Ja, ich habe ihn eingeladen zum Essen, aber er hat schon ein bisschen was gegessen. I say you have eaten in the sink. Er geht ein bisschen weiter. How much kilometers you go? 8. 8 Kilometer. Also er geht noch 8 Kilometer weiter und legt dort sein Zelt auf. Hier ist auch ein bisschen, ja, zu wenig Platz für 2 Zelte. I think here's a small place for 2 tents. Yes. Yeah. And you're fine? You're good? You're good, way? Yes, yes. Yeah, the hotel was the best man on the Camino. Yeah, stronger. We are the crazy man. Okay. Ja, Freunde, also ich lasse mir schmecken, er geht weiter und dann schauen wir mal. Okay. Bye. Bye. So,
So Freunde, ich habe mein Zelt aufgebaut. Das hat super funktioniert, wie ihr seht. Und jetzt habe ich noch eine kleine andere Sache. Hier steht noch ein Zelt. Und wen haben wir hier? Der Attilav, der ist heute auch hier. Und jetzt will ich euch was sagen über ein Wunder, Wonderful Miracle, was ich euch gestern schon gesagt habe. Wir haben uns hier ausgetauscht, wir haben so viele Sachen in unseren verschiedenen Taschen und die sind so gleich. Und jetzt, das ist unfassbar. Attilav, was packt ihr heute aus? Eine Mundharmonika. Und das ist aber nicht seine, das ist meine. Ich habe auch eine mitgenommen. Ich kann allerdings nicht spielen. Attilav kann spielen und der wird uns jetzt ein klein bisschen vorspielen. Ich freue mich schon drauf. Alright, Attilav, play it. Okay. Okay. Finish? Okay, er kann noch mehr, aber ihr habt es gehört, also der hat es mal drauf. Ich muss das lernen von ihm. I must learn it from you, from this. Das Einzige, was ich kann, ist, warte. Ich habe es selbst beigebracht. So nice. You're good, you're so good. Mega, Leute. Also, wir entspannen jetzt diesen Abend. Noch ein bisschen hier, gleich wird es dunkel. Ich verabschiede mich von euch, sage, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert auch den Kanal, wenn ihr möchtet. Oder gebt ihm ein Herz, was auch immer gerade aktuell ist. Und wir sehen uns morgen. Bis dann, Leute. Adios, amigos. Hello. Ciao. So, und jetzt schaut euch mal diesen Sonnenuntergang hier an. Ist das nicht wunderbar? Mit den Windrädern im Hintergrund. Einfach schön. So Freunde, ich melde mich jetzt nochmal, bevor es ganz dunkel wird. Ein bisschen dunkel ist es schon in der Kamera. Ja, es ist ganz dunkel, deshalb halte ich mir mal das Licht ins Gesicht, damit ihr mich auch ein bisschen erkennt. Ja, ich wollte mich nochmal melden. Also ich chill jetzt hier im Zelt, lasse den Arm noch ein bisschen auf mich wirken und ja, ich finde es einfach unfassbar. Also es ist, ich kann das gar nicht glauben. Also das ist... Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ist das inszeniert oder nicht? Es ist alles original. Also es ist unfassbar. Ich schreibe ja ein Tagebuch auch. Also nur die Stichpunkte. Habe ich heute in einer Herberge geschlafen oder im Zelt oder sowas. Und dann eine Erkenntnis des Tages. Und ja, für diesen Abend habe ich mir eine aufgeschrieben. Und es, ja, wie soll ich sagen? Die Erkenntnis heißt, es geschehen Wunder auf diesem Camino. Es ist also für mich, es ist wirklich ein Wunder. Also es ist unfassbar. Also es sind uns noch einige mehrere. Vielleicht erzähle ich euch da mal in einem anderen Video davon. Aber das ist ja gigantisch. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Was auch immer, man muss nicht unbedingt einen Grund haben, den Camino zu gehen. Geht den einfach und es geschehen Wunder. Also es ist... Ich kann es gar nicht glauben. Ich weiß gar nicht, bin ich gerade am Träumen oder ist das alles real? Es ist unfassbar, wie viele tolle Dinge hier geschehen. Es ist, als wenn da wirklich irgendwas in Gang gelegt wird. Ich weiß nicht, ob es irgendeine höhere Macht ist oder weiß der Geier, keine Ahnung. Aber ich bereue nichts. Ich finde es einfach, ja, unfassbar. Das wollte ich hier nochmal festhalten. Und ja, jetzt gehe ich schlafen. Also... In diesem Sinne nochmal, wenn euch das gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben oder ein Herz, was auch immer so aktuell ist. Wenn ihr nichts, keine Videos verpassen wollt, dann abonniert auch den Kanal. Und wenn ihr mich und mein Projekt unterstützen möchtet, dann nutzt auch den Spenden-Button. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Bis dahin, bis morgen früh, Freunde. Adios, amigos. Ciao.